eigentlich? Sieht es hier wie an jeder normalen Schule aus und doch ist einiges anders. Es ist eine Elite-Schule, an der schon der eine oder andere Medaillengewinner bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften die Schulbank drückte. An der Sportoberschule im Sportschulzentrum Dresden büffeln rund 240 Nachwuchssportler für ihren Realschulabschluss. Unter ihnen ist auch Timo Bartel. Der gebürtige Aachener ist einer der besten Nachwuchswasserspringer der Welt. Und sein Schulleiter traut seinem talentierten Schüler einiges zu. Also ich traue ihm schon, wenn er sportlich weiter so aktiv arbeitet, das Umfeld ist nach der 10. Klasse auch so gestaltet wird, dass er auch die Zeit hat fürs Training und entsprechend verletzungsfrei bleibt, denke ich mal, könnte Timo ganz oben mit ankommen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. So einen talentierten und schon erfolgreichen Schüler in dem Altersbereich haben wir selten gehabt. Und wenn Timo, wie gesagt, seine positive Entwicklung so fortsetzen kann, unter den entsprechenden Voraussetzungen, könnte er schon bei Olympia, denke ich mal, auf einem Medaillenplätzchen irgendwo mal rauskommen. Für den Internatsschüler bedeutet dies, der Sport bestimmt seinen Tagesablauf. Training, Schule und nach einem kurzen Mittagessen geht es wieder in die Sprunghalle am Freiberger Platz. Neben dieser Belastung vor Ort ist Timo auch stets zu Wettkämpfen unterwegs und hat kaum Kontakt zur Familie in der Heimat. Rund 60 Fehltage hat Timo in seinem Zeugnis am Ende des Schuljahres stehen. Viele Meilen kommen hinzu. All das für einen wunderbaren Kindheitstraum. Also seitdem ich klein bin, sind die Olympischen Spiele schon mein großes Ziel. Und das ist das, auch wofür ich kämpfen werde. Der 18-Jährige überzeugt schon seit langem, so seine Trainer, durch seine hohe Stabilität. Und er springt zudem in allen Disziplinen ein Programm mit einem extrem hohen Schwierigkeitsgrad, der im Jugendbereich Weltspitze bedeutet. Ob Delfin, Salto oder Schraube, es gibt nichts, was er nicht beherrscht, im Wasser wie im Trockenen. Und das macht er schon seit frühester Kindheit. Mein Bruder hat das gemacht und dadurch bin ich auch öfters mal mitgegangen. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und dann war es nicht mehr ein- oder zweimal das Training, dann war das schon fast täglich und so bin ich zum Leistungssport gekommen. Mit seinem Freund und Synchronpartner Dominik Stein aus Leipzig, ohne den er allerdings hier trainiert, will er nun auch bei den Senioren in der Weltspitze angreifen. Dies bedeutet nicht weniger als den Anschluss an die beiden mehrfachen Weltmeister Sascha Klein und Patrick Hausting, die zur absoluten Weltspitze gehören, zu finden und sie herauszufordern. Und dies in Dresden. Doch warum gerade Dresden? Also 2012 war die Entscheidung für mich, nach Dresden zu gehen. Und da mein Trainer aus Aachen, ehemaliger Trainer Boris Rosenberg, auch nach Dresden gezogen ist 2011 wegen den Problemen in Aachen und auf eine sichere Vorbereitung für die Olympischen Spiele nach Dresden gezogen ist, bin ich 2012 hinterhergezogen. Aber nicht nur sportlich läuft es bei dem Schüler in Dresden gut. Jetzt stehen erst noch einige internationale Wettbewerbe, die Führerscheinprüfung und dann der Abschluss an der Sportoberschule an. Ein wirklich volles Programm. Also wenn man den ganzen Tag trainiert, ist man abends schon sehr kaputt. Und ja, da ist man froh, wenn man im Bett liegt und die Augen zumachen kann. Da bleiben immer weniger Momente für Freizeit, denn auch schon am kommenden Wochenende geht es zum Wettkampf nach Rostock und dann wieder zurück zum Training. Ach ja, auch nach der Schule will Timo die deutschen Farben tragen. Er strebt eine Ausbildung bei der Bundespolizei in Sachsen an.